Wir haben diese Stangen nach dem letzten Einbruch extra fixieren lassen, damit hier von der Seite keiner mehr reinkommt. Aber sie haben es durch Hebeln aufbekommen. Wenn man dann sieht, dass hier aus einem Schrank, wo definitiv ja kein Geld und nichts ist, ein Kanister mit Säure rausgeholt wird, also liegt da schon die Vermutung sehr nahe, dass das jemand war, der sich sehr, sehr gut ausgekannt hat. Der Boden müsste ausgetauscht werden und dann kann der Schaden sehr schnell im mittleren bis hohen fünfstelligen Bereich liegen, also 50 bis 100.000 im schlimmsten Fall. Jeder Täter hinterlässt an jedem Tatort Spuren. Wenn man die auch beseitigen will, bleibt trotzdem immer noch eine Kleinigkeit zurück. Und bitte. Genau. Also es sind zwei Täter eingedrungen, so gegen 0.23 Uhr laut unseren Videoaufzeichnungen, haben Stahlgitter, die wir nach dem letzten Einbruch installiert haben, mit roher Gewalt aufgebrochen. Da müssen sie einige Zeit gearbeitet haben dran. Sind dann zielstrebig zu dem alten Platz gegangen, wo früher der Tresor stand, haben den dort nicht gefunden, deshalb gehen wir auch aus, dass es absolut dieselben Täter wie das letzte Mal sind, haben dann gesucht, haben den neuen Tresor gefunden, haben den in 17 Minuten aufgebrochen, haben danach eine Natronlauge überall versprüht, das heißt ungefähr 5 Liter davon, das ist der größte Schaden, haben ca. 3.000 Euro entwendet und sind dann wieder durch die Küche nach draußen. Wir haben auf dem Parkplatz Sicherheitsmaßnahmen gemacht, dass wir da keinen toten Winkel mehr haben. Deshalb gehen wir davon aus, dass sie mittlerweile vom Nachbargrundstück aus auf unser Grundstück eingedrungen sind. Ja, also wir sind überzeugt, dass die gleichen Täter sind. Wenn man die Aufnahmen sich anschaut vom letzten Mal und von diesem Mal, sieht man, die Täter kommen rein und gehen, hier sieht man am oberen Bildschirm, direkt zu dem Punkt, wo das letzte Mal der Safe gestanden hat. Sie sind identisch gekleidet, die Bewegungsmuster der Menschen sind identisch, sie sind durch dasselbe Fenster reingekommen, also deshalb gehen wir davon aus, es sind dieselben Täter. Das erste Mal, jetzt, wie wir sie wieder gesehen haben, ja, schon wieder? Wieso kommen sie überhaupt rein? Wieso geht das? Weil der die Stangen installiert hat, sagt natürlich, jetzt ist es sicher. Es ist offenbar nicht sicher genug gewesen. Und dann, ja, man hat ein Gefühl der Hilflosigkeit. Man weiß nicht, was man tun soll. Die Mitarbeiterin, die es morgens entdeckt hat, ist dieselbe Mitarbeiterin, die es beim letzten Mal entdeckt hat. Ja, ist nervlich total fertig. Kommen sie immer wieder zu einem Tatort morgens. Hat jetzt Angst, morgens hierher als Erster zu kommen. Ja, und man fühlt sich hilflos, wirklich hilflos. Also ich glaube nicht, dass es Jugendliche sind. Es sind keine Älteren, das sieht man, sie bewegen sich geschmeidig. Ja. Aber so wie sie vorgehen, glaube ich, dass es Profis sind. Die Gefühle, die hochkommen, ja. Man will, dass sie gefasst werden, man will, dass sie verurteilt werden und dass sie auch ins Gefängnis gehen. Wenn man so hört, was so passiert und dass die dann nicht mal ins Gefängnis für so etwas gehen, habe ich absolut gar kein Verständnis. Gar keins. Auf der einen Seite hätte man sich natürlich gewünscht, vor Ort zu sein, um die Täter zu vertreiben, zu verjagen. Auf der anderen Seite weiß man nicht, was tut ein Täter, der sich überhaupt von gar nichts abhalten lässt, der mit roher Gewalt Wände aufbricht und Tresore aufbricht, der sich in aller Ruhe sich die Zeit nimmt, so ein Tresor aufzubrechen. Welche Gewalt ist er gegenüber menschenfähig? Hat er eine Waffe dabei? Nimmt er das Brecheisen? Also, wir haben es in der Familie sogar mal diskutiert. Der Sohn ist der festen Überzeugung, er wäre sofort hierher gegangen. Ich weiß nicht, also die Polizei hätte man verständigt, aber ob man kommt, ich glaube, das ist situationsbedingt dann.
Dankeschön. Und bitte. Dankeschön. Und bitteschön. Dankeschön, bitte. Also wir sind hier an der Stelle, wo Sie ins Haus eingedrungen sind. Wie man sieht, haben Sie diese Stange, haben Sie rausgehebelt. Man hat hier die Hebelspuren an der Seite. Das muss richtig Krach gemacht haben. Also das Ganze richtig verputzt, alles rausgeschlagen. Und haben dann hier das Fenster aufgehebelt und sind hier durch das Fenster eingedrungen. Also, dass das keiner hört, ist fast unglaublich. Ja, wir haben diese Stangen nach dem letzten Einbruch extra fixieren lassen, damit hier von der Seite keiner mehr reinkommt. Wir haben extra den Abstand gemacht, dass da kein Mensch durch kann. Wir sind natürlich davon ausgegangen, dass man die auch außer mit Explosionsgewalt nicht rausbekommt. Aber sie haben es durch Hebeln aufbekommen und rausdrücken können. Also eine Stange reicht und das hat eben gereicht. Wir haben sie rausbekommen. Man geht mit dem unsicheren Gefühl her. Obwohl man sagt ja, nach dem Einbruch ist die sicherste Phase, zumindest ein paar Monate. Aber man geht mit einem unsicheren Gefühl her, weil man eigentlich sicher war. Deshalb hatten wir auch wieder Geld im Tresor. Denkt man ja nicht dran, dass das wieder gestohlen werden kann. Ja, aber ich weiß nicht, ob man noch jemanden glaubt, der dann sagt, es ist sicher. Freisprechen baust du morgen ein. Aus. Ich muss einmal neutral. Die Leute, wo sie gestohlen haben, ist definitiv sicher. Ja, das glaube ich. Und bitte. Und hier haben sie den Safe aufgebrochen. Hier sieht man noch die Spuren, wo sie aufgebrochen haben. Hier auch an der Seite sind Spuren, die sie aufgebrochen haben. Hier innen drin, das Schloss fehlt komplett, das da drin war. Ca. 3000 Euro vom Wochenende entnommen und dafür den ganzen Aufwand betrieben für die 3000 Euro.